Wonnemonat Mai. Ich habe festgestellt, ich habe die Sendung nicht vorbereitet, ich habe die Sendung nicht aufgenommen. Ich nehme sie jetzt direkt im Anschluss zur jetzt gestrigen Sendung für euch auf. Und zwar Lufthansa Miles & More Meilen Highlights, ein bisschen schnell impromptu gemacht. Und zwar gibt es mein Schnäppchen Meilen Highlights und ich lese euch mal vor, wie die Einleitung ist. Der Wonnemonat Mai hat einiges zu bieten. Mit insgesamt bis zu 4 Feiertagen je nach Bundesland können so einige Kurztrips geplant werden. Ja, ganz genau. Deshalb gibt es hier jetzt die vollständigen Meilenschnäppchen. Hört, hört, wir haben die vollständigen Meilenschnäppchen heute dabei. Und bitte beachtet, dass es hier um nochmal um Kreditkartenangebote geht, nochmal um Punkte, um Meilen und Status. Hätte ich fast gesagt, wo ihr sparen könnt. Es gibt noch das Meilen-Bundle XS für die Bundle-and-Go-Geschichte. Also insofern ist es so, dass ihr das merkt. Aber Meilen-Schnäppchen kommen am Schluss. Ihr müsst durchhalten. Hart sein. Ja, ich weiß. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, zu kommentieren und vor allem den Kanal zu unterstützen. Und ich bin froh, dass wir jetzt alle Meilen-Schnäppchen haben. Ich bin mal gespannt, was heute so passiert. Die erste Thematik, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, fängt jetzt an. Und zwar, ich muss ein bisschen schinden, glaube ich, an Zeit, weil sonst geht das wieder so schnell. Nein, das ist Bundle and Go, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ihr könnt euch mit dem Miles & More Konto bei Bundle and Go einmelden, könnt da dann halt die Bundle kaufen, das Meilenpaket XS, S, M oder L auswählen. Bundle Go Points können Miles & More Teilnehmer bis zu 100.000 Meilen sammeln, das solltet ihr wissen. Und kommt schneller zur Wunschprämie mit Einführung des neuen XS Bundles. Mit 3.000 Meilen ist nun auch der kleine Geldbeutel, der bedient wird. Und wichtig ist, Teilnehmer profitieren von spannenden Vorteilen, wie beispielsweise bei Avis stocken, zudem das Meilenkonto auf. Ja, ich weiß, man will halt wie der Teufel das Weihwasser, das Meilenkonto nicht, nennen wir es einfach mal Meilen verkaufen nennen. Deshalb hat man das bundelt, was ja auch nicht schlecht ist, denke ich mal, für den einen oder anderen. Ein Weg, mit dem ihr euer Meilenkonto auch aufbessern, das hatte ich euch ja auch angedroht, dass ich das diesen Monat wieder sagen werde, das ist mit der Miles & More Kreditkarte. Da kriegt ihr auf Umsätze außerhalb Europas 4-fache Punkte und ihr könnt dort als Inhaber der Karte noch bis Ende Mai dort außerhalb Europas 4 Meilen pro 2 Euro kriegen. So ist es ganz genau richtig von mir formuliert. Und ihr könnt euch einfach in dem Kartenkonto bei Aktionen anmelden. Die Aktion geht ja schon seit dem 1. Februar bis zum 31. Mai, genau, 31. Mai. Und jetzt sagt ihr, bah, ich habe es vergessen, shit, geht retro. Kein Grund zur Panik, ihr bekommt die Meilen retroaktiv. Also das heißt, dass ihr die Meilen, die ihr auch im Februar außerhalb Europas irgendwo gesammelt hättet, jetzt auch nachträglich gut geschrieben bekommt. Ich persönlich bin ja ein großer Freund von Shopping und da muss man dann sagen, dass Shopping mit Meilen natürlich noch mehr Spaß macht. 50-fache Meilen könnt ihr bekommen, zum Beispiel bei Norton gibt es da diese 50-fachen Meilen, bei NordVPN gibt es bis zu 30-fache Meilen, Brille24 sowie LensBest bis zu 15-fache Meilen. Lass uns da einfach mal durchgehen. Und zwar die 10-fachen Meilen gibt es bei Maya Edlelich, Cadus, Rebin, Orkley, Sunglass Hut, Blume 2000, Outlet City, Loctane und Weinfreunde. 8-fache Meilen gibt es bei Komma, bei EMP, Lampenwelt, Intimissimi. Die bezahlen mich nicht, damit ich das so herausarbeite. Ich kann es einfach nur nicht aussprechen. Wahrscheinlich auch Loctane nicht. Dann geht es weiter mit Möwe, Ted Barker und Burberry. 6-fache Meilen gibt es bei Büroshop, 24 Eterna, Galaxus, Tefal, Snox, Schäfer Shop, Footlocker, Lego, Emma, CT-Shirts und Pickerwood. 5-fache Meilen gibt es immerhin noch bei Otto, bei Madpacks, Nike, bei Camperdays, Zalando Lounge. Der Aktionszeitraum ist vom 1.5. bis zum 31.5. begrenzt. Aber ihr wisst ja, die 50-fachen Meilen gibt es bei zum Beispiel Norton und 30-fache Meilen bei Brille24 und LensBest gibt es 15-fache Meilen und Brille24, das 30-fache war bei NordVPN, sorry für die Geschichte.
Dann gibt es natürlich viele von euch, die die Lufthansa-Koffer auch mögen. Ich persönlich bin ein großer Connoisseur der Lufthansa-Koffer in der Aluminium-Variante, nicht in der Live-Collection, wobei ich die auch cool finde. Aber ich bin halt kein Typ, der von seinem Alu weg möchte. Ich mag Aluminium. Und da ist es so, dass ihr im World Shop auf die Live Collection bestehend aus Trolley Amenity Kit in der Silber 9.000 oder 30 Euro Preisnachlass bekommt. Heißt also, da gibt es einen Rabatt vom 1.5. bis zum 31.5. Die Gepäckserie punktet durch eine durchdachte Ausstattung, erstklassige Qualität für sicheres und noch komfortables Reisen. Und da muss ich euch ehrlicherweise sagen, ja, das stimmt. Absolut. Ich finde, dass die echt gut durchdacht sind und auch mit dem Zumachen. Ich finde es persönlich, obwohl ich am Anfang damit nicht ganz so toll fand, finde ich es mittlerweile gut, besser als bei Remova gelöst. Also für den einen oder anderen durchaus sicherlich die richtige Wahl. Wir haben dann weiter eine Ersparnis bei der Firma Marshall. Das sind ja diese Musikdinger. Sound macht den Sommer unvergesslich. Ich persönlich, ich habe diese Bang & Olufsen, aber mir kribbelt es in den Fingern, diesen Marshall zu kaufen, weil die einfach geil aussehen, ne? Erinnert mich an Gitarre und so weiter. Und da ist so bis zu 31% Nachlass. Der Sound von Marshall macht den Sommer unvergesslich. Meist im Ort-Teilnehmer sparen im Mai bis zu 12.000 Meilen auf ausgewählte Lautsprecher-Kopfhörer. Die Produkte von Marshall überzeugen durch ausdauernde Akkuleistung, kraftvollen Sound und sind der richtige Begleiter für laue Sommerabende. Und das kann ich auch bestätigen. Emerton, glaube ich, ist das Modell, was ich haben will. Das ist so ein kleines Ding. Was ich halt cool finde beim Emerton, die kannst du halt so zusammenschließen, dass du zwei Emerton hast. Und dann kannst du also auch Stereo hören und machen und tun. Also durchaus etwas, wo ihr schauen solltet. Also da gibt es Bedarf. Aber ich kann mich nicht durchringen von meinem Bang & Olufsen, weil das Ding einfach immer noch funktioniert. Und es wäre einfach schade, dass jetzt wegzugeben, obwohl es noch die 1-Variante ist. Dann geht es weiter mit einem Thema Apple. Und zwar gibt es eine Sale-Aktion mit 30% Meilen bis 15% Meilen. Da gibt es dann auf ausgewählte Elektronikprodukte. Leider gebe ich das Ganze ja schon vorab euch hier. Und deshalb ist es so, dass ich leider nicht vorab sehen kann, was es wirklich ist. Aber da sind wohl iPhone 13 Smartphones für 1219 und solche Sachen dabei. Also da gibt es einige Sachen, die ihr schauen könnt. Bei mir im Vorschaubild ist es halt ein Apple iPhone und ich glaube, es ist das 13er. Wer wie ich keinen Alkohol trinkt, aber Champagner, der kann natürlich gerne dort auch im World Shop tätig werden und kaufen. Und zwar Champagnerwochen im World Shop. Ulrich, viele Grüße. Im Mai bekommt man da 20% Nachlass auf wöchentlich wechselnde Schaumweine und spart bis zu 13.600 Meilen. Fruchtige Aromen und schillernde und intensive Farben machen die Schaumweine der Marken Moët Chandon, Veuve Clicquot, Pommery und Taittinger zu echten Highlights im Glas. Da solltet ihr dann schauen, wie es ist. Also wechselnd ist es anscheinend. Aktionszeitraum 1.5. bis zum 31.5. Die Webseite als solches, die macht noch gar nichts. Also insofern kann ich euch nur da raten, wöchentlich zu gucken. Und wenn da ein Moët Chandon, ein Dompy oder ein P2 ist, ich glaube, ich werde vielleicht schwach. Ja. Jetzt sind wir bei 8 Minuten 52 in der Sendung und ihr sagt, lasst den alten Mann jetzt endlich mal zur Sache kommen. Und da muss ich euch sagen, ja, ihr habt recht, und zwar Meilenschnäppchen. Die Meilenschnäppchen sind jetzt alle Meilenschnäppchen, die wir haben. Und wir fangen wie immer klassisch an bei der Economy Class. Berlin, Brandenburg, Köln, Bonn, Münster, Osnabrück, Paderborn, Lippstadt, Düsseldorf vom 2.5. bis zum 31.5. ist immer der Buchungszeitraum. Das heißt also, wenn ihr das heute schon schaut, müsst ihr euch gedulden, weil ja heute der Feiertag ist. Da könnt ihr das erst dann später buchen, am 2., am ersten Arbeitstag, wenn es freigeschaltet ist, im Laufe des Tages. Und der Reisezeitraum ist ja bei den Kurzstrecken wie immer 15.06. bis 15.06.2024, logischerweise bis zum 31.07. Kostet 15.000 Meilen anstatt 30.000 Meilen. Dann gibt es noch internationalere Ziele innerhalb Europas. Die möchte ich euch auch natürlich mitgeben. Amsterdam, Schiphol, Luxemburg, Timișoara, Trangin-Vue. Keine Ahnung, was es ist. Hat mir aber letztes Mal keiner gesagt, wo das ist.
könnt ihr das bitte unten kommentieren. Dann Rodos, Bergen, Bilbao, Madrid, Barajas, Riga, Kalmar, Paris, Charles de Gaulle, Toulouse, Balnac, Lyon, Saint-Exupéry. Auch 15.000 Meilen. Buchungszeitraum ist hier wie immer natürlich der ganze Mai und Reisezeitraum ist auch 15.06. bis 31.07. 15.000 Meilen. Wer sagt, ich will mehr Meilen ausgeben in der Economy Class 30.000, kann nach Hyderabad fliegen. Aber da ist dann der Reisezeitraum vom 15. August bis zum 30. September etwas später gefasst. Und wer für 40.000 weiterfliegen will, kann nach Almaty fliegen, aber auch selber Reisezeitraum. Und Premium Economy gibt es auch ein Ziel Almaty. 55.000 Meilen ist es in der Premium Economy. Dort sind es natürlich dann auch dieselben Reisedaten. Jetzt sagt ihr, oh, Business Class, was gibt es? Okay, da gebe ich euch die Business Class von Berlin, Brandenburg, Köln, Bonn, Münster, Osnabrück, Paderborn, Lippstadt, Düsseldorf und Heringsdorf. Das Ganze 20.000 Meilen. Wer 5.000 Meilen on top liegt, 25.000 Meilen, kann nicht Mexiko-Stadt, wie es hier steht, Luxemburg fliegen, Timisoara, Trinvus, Rodos, Bergen, Bilbao, Madrid, Riga, Kalmar, Paris, Toulouse, Lyon, Tallinn und Vilnius sind dabei. Und dann gibt es Mexiko-Stadt. Aber Mexiko-Stadt wird es wohl nicht für 25.000 Meilen geben, wie es hier steht. Und auch hier der Reisezeitraum bei allen Kurzstrecken ist vom 15.06. bis zum 31.07. Die Langstrecke wäre, Mexiko-Stadt müsste, ist das nicht 70.000? Ich glaube, es ist 70.000. Die Tabelle ist ein bisschen falsch, aber nun gut, ist halt so. Mexiko-Stadt, finde ich geil. 2.5. bis 31.05. wie immer buchen. Und der Reisezeitraum bei Mexiko-Stadt wäre natürlich ein anderer Zeitraum als für die Kurzstrecken. Das wäre nämlich der 15.8. bis zum 30.09. Ich meine, es ist 70.000 Mexiko-Stadt. Korrigiert mich. Sagt mir Bescheid, was es ist. Und wichtig ist, ich würde euch das zeigen, aber das ist leider nur zum internen Informationen gedacht und vertraulich zu behandeln. Die Tabelle darf inhaltlich genutzt werden. Ich darf es euch leider nicht zeigen. Würde ich gerne machen. Aber deshalb seht ihr meine Verwirrung. Und ihr merkt, ich habe es mir live zum ersten Mal jetzt angeschaut. Ich habe nicht gecheatet. Ich habe es jetzt spontan gemacht. Ich danke euch, dass ihr bei Frequent Traveler TV dabei wart. Heute wieder mit dem Mein Schnäppchen, Mein Highlights, Mai 2024. Denkt dran, dass wir auch Stammtische haben. Hamburg, Berlin und Frankfurt natürlich. Unten werde ich in den ersten Kommentar werde ich den Link schicken, da könnt ihr gucken. Und bei Fragen, Sorgen, Ängsten und Nöten könnt ihr sich an mich wenden unter dieser Rufnummer hier auf WhatsApp. Danke, dass ihr es tut und für euch wie immer an dieser Stelle der Abspann. Ich suche ihn gerade. Wo ist meine Maus? Hier ist meine Maus. Also danke, bis dann. Ciao. Thank you.